Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Ingame Soundcheck. Ich bin Sandwinkoll und ich habe für euch am Start das Speedlink Capo. Es ist mir fast nicht eingefallen. Das ist das kleine Plastikmikrofon, das es schon bereits für, oder sagen wir mal, ab 4,18 Euro zu kaufen gibt. Ich habe es euch im Review vorgestellt und jetzt gibt es den obligatorischen Ingame Soundcheck. Zunächst noch eine Kleinigkeit zu meinem Setup. Ich habe das Capo an einen kleinen Studioboom befestigt und ich habe es auch nicht direkt per Klinke am PC angeschlossen, sondern ich habe es an diese kleine USB-Soundkarte angeschlossen. Warum? Weil meine Onboard-Soundkarte so grottig schlecht ist. Und dann kriege ich ja überhaupt keinen guten Klang raus. Und ich möchte ja schon einigermaßen guten Klang haben. Das heißt, wenn ihr zu Hause an eurem Computer eine richtig gute Soundkarte habt, dann ist das alles kein Problem. Ansonsten ist der Klang nicht so berauschend von dem Mikrofon, wenn diese Onboard-Soundkarte zu schlecht ist. Ich habe mir ein Auto aus meiner Garage geholt, aus meiner externen Garage. Ich bin bei GTA 5 im Story-Modus. Und da gab es immer, bei dem Tuner meines Vertrauens, standen draußen immer Autos. Wenn ich da hingefahren bin, stand immer ein neues, aufgemotztes Auto, immer ein anderes. Unter anderem auch dieses hier, das ich hier gerade fahre. Ich fahre wie ein Besoffener, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier muss ich hin, ja. Hier ist der Weg. Das ist schon ewig her, als ich GTA gespielt habe. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin ungefähr mit dem Mund zum Mikrofon so 20 cm weit weg ungefähr. Ja, werden wohl 20 Meter sein. Das Gute ist natürlich mit dem Studioarm, man kann es richtig optimal vorm Gesicht platzieren oder vorm Mund platzieren und trotzdem weit genug weg sein. Das geht perfekt. So, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um GTA. Ich möchte zu dem Tuner fahren und gucken, ob da wieder ein Auto draußen steht. Aber ich befürchte, wenn ich eins von diesen draußen gestandenen Autos mit mir führe oder fahre, dass da dann keins mehr dasteht. Komme ich mit einem 0815 Fahrzeug dahin, dann steht eins da. Das ist komisch. Wie sagt man so schön? Das klingt komisch, ist aber so. Oder wie? Na, habe ich es mal geschafft. Geht auch ganz schnell ab, die Karre. Alter Schwede. Hey, my car. Geh mal weg da, my car. War hier alles zu Schrott gerade, kann das sein? Wo ist denn der Tuner? Ah, da. Jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg, glaube ich. Nichts falsch machen jetzt. So. Und hier auf dem Parkplatz, da standen die Karren immer. Auch dieses Fahrzeug stand da immer rum. Hier jetzt, da steht jetzt ein. Der ist auch aufgemutzt. Das ist auch so eine aufgemutzte Karre. Ja. Die kann man sich dann einfach nehmen. Man muss nicht mal die Scheibe einschlagen oder so. Irgendwas oder klauen oder so. Die kann man einfach so nehmen. Ja, so ein SUV. Auch aufgemutzt. Nicht schlecht. Und so steht ständig immer so ein Auto draußen. Aber nur in dem Story-Modus natürlich. Ich merke gerade, mein Husten ist noch nicht ganz weg. Ich muss immer mal wieder ein bisschen husten. Dann ist das tatsächlich so, dass die Fahrzeuge immer noch dastehen. Nicht schlecht. Na, da freue ich mich aber, wenn ich mal wieder ein Auto brauche. Boing. Jetzt habe ich auf die Spur, auf die Audiospur geguckt und prompt fahre ich gegen die Mauer. Also, jetzt wisst ihr auf jeden Fall auch, wie der Speedlink Capo sich im Einsatz schlägt. Also als Let's Player, wenn einer einsteigen möchte und sagt, ah, ich möchte aber nicht so viel Geld ausgeben oder ich habe nicht so viel Geld oder so irgendwie was. Was soll ich denn nur machen? Dann kann er sich gerne dieses Capo holen für 4 Euro oder ab 4 Euro, ab 5 Euro, 6 Euro, bis geht rauf bis auf 18 Euro ungerade. Aber die 18 Euro muss man ja nicht bezahlen. Wenn man ein bisschen Zeit hat, dann bestellt man sich das für 5 Euro und hat halt dann 2 Wochen Lieferzeit oder 3 Wochen Lieferzeit, weil das Ding dann aus China kommt. Kann man so machen, wenn man die Zeit hat. Wenn man sagt, okay, mir ist es egal, wie lange das dauert. Hauptsache, ich kriege das irgendwann. Und so, denke ich, kann man dann recht günstig mal anfangen, sich mit Let's Play zu beschäftigen und hat da nicht so viel Geld investiert. Wenn man nämlich dann merkt, oh, das ist doch nichts für mich, ich möchte das doch nicht machen. Das macht mir keinen so Spaß, wenn es irgendwie heißt, ich muss spielen, ich muss was aufnehmen und so und es ist unter Druck und das gefällt mir nicht wirklich, dann möchte ich das doch nicht machen. Dann hat man nur ein paar Euro verloren. Wenn man natürlich gleich in die Vollen geht und kauft sich ein teures Mikrofon, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Geld verloren. Deswegen rate ich jeden, der daran denkt, vielleicht mit YouTube anzufangen, sollte sich erstmal ein günstiges Equipment kaufen, das einigermaßen anständig klingt aber. Und
Wenn man dann merkt, oh, das macht mir so viel Spaß, da möchte ich bei bleiben und ich möchte mich ausbauen, dann kann man sich an bessere Qualität, kann man daran denken, sich eine bessere Qualität zu holen, besseres Mikrofon, besserer, keine Ahnung, Aufnahmegerät oder so irgendetwas. So, was haben wir jetzt rum? 5 Minuten, das soll eigentlich reichen für den Ingame-Soundcheck, mehr brauche ich eigentlich nicht. Hier ist meine Wohnung im Online-Modus, hier wohne ich, komme ich natürlich jetzt nicht rein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn nicht viel passiert ist und wenn ich nicht viel gemacht habe. Ich denke, ihr konntet euch ein Bild machen von dem Klang dieses Mikrofons während dem Spiel, also im Ingame-Soundcheck. Ich finde, das schlägt sich ganz gut. Ansonsten werden wir uns wieder hören und sehen, bei mir auf dem Kanal. Ihr könnt, wenn ihr wollt, meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten schaut ab und zu mal vorbei. Tschüss, bye bye, winke winke. Hier war Sandvikol mit dem Ingame-Soundcheck mit dem Speedlink Capo Plastikmikrofon. Tschüss, Sikowski, bye bye, gehabt euch wohl.